geht ab, Leute? Herzlich willkommen bei einem weiteren Video von King Performance MP40i G23 Cabrio B58. Netter Kunde hat gesagt, ich habe Bock auf das volle legale Programm. Und das machen wir. Acra, HJS, Aventuri, Chargepipe und schöne Felgen. Wir werden schauen, was wir alles in diesem Video schaffen. So Leute, wie schon oft erwähnt, serienmäßig haben wir hier nur eine Klappe verbaut. Aber mit der Acra Slip-on Titan haben wir dann zwei. Und wir haben auch vier Endrohre, zweimal Schall für den Innenraum, ansonsten viermal Carbon-Endrohre. Und wir bräuchten einen zweiten Stellmotor für die Klappe, Original BMW. Und den haben wir hier besorgt. Thank you.
So Leute, das ging ratzfatz, also das waren, weiß ich nicht, 10, 20 Sekunden, 8 Seconds, das ging ratzifatzi, Steuergerät ist zurück, wir haben Zeiten gemessen, Stock, waren zwar sehr viel links, rechts, aber ungefähr 11.2 fährt er von der Zeit her, Stock, jetzt haben wir Stage 2 OTS geflasht, wir könnten auch die Stage 2 für 102 Oktan nehmen, habe ich jetzt in dem Fall aber nicht gemacht, ich habe die Stage 2 für mindestens 98 Oktan genommen. Und Getriebe habe ich noch nicht geflasht, mache ich auch gleich XRP drauf, auch Stage 2. Wie gesagt, wir können mit der Leistung noch mehr. Wir tasten uns langsam dran. Kunde ist gut drauf, hat auch nichts gegen eine Custom Map. Deswegen, wir messen erstmal gleich Zeiten und dann schauen wir weiter. So, wir hatten einen knackigen Kaltstart. Und jetzt schauen wir doch mal, was die Burbel-Einstellung und so weiter macht. Natürlich ist auch hier das direkt angepasst worden von der Leistung. Das ist doch mal nice. Das war Sport Plus. Sport Individual. Sport. Ah, im Sport knallt er auch, da kann man vielleicht noch ein bisschen rausnehmen. Komfort. Mehrere Optionen gezeigt bezüglich Emblem oder Nabeldeckel. Die sind größer, quasi genauso groß wie bei der BMW F-Reihe, denn bei der Serienfelge der BMW G-Reihe hast du ja die kleineren Deckel mit dem kleineren Durchmesser. Die kann man dann hier nicht reinmachen. Man müsste dann die Originalen von der F-Reihe kaufen. Habe ich sogar einen Satz da gehabt, aber haben wir den Kunden gezeigt, Fotos geschickt, der meinte dann doch, dann hätte ich doch gern die hier. Also machen wir jetzt die Original Edelweiß wieder rein. Alles machbar.
kein Problem. Und ich sehe jetzt schon, dass das richtig schön fett im Radkasten steht. Es gibt ja Felgenhersteller quasi, oder sagen wir mal so, original fährst du vorne 2,25, hinten 2,55. Bei zum Beispiel Wheelforce hast du 2,35 zu 2,65. So, Fazit wird sich gleich nochmal setzen, wenn ich ein Stück vor- und zurückfahre. Deswegen ist er jetzt noch leicht hoch. Boah. Hinten ist schon nice, muss ich sagen. Es ist schon ein schönes Cabrio, muss man sagen, oder? Da sehe ich mich schon drin, vor der Eisdiele am Welle machen. Spaß, ich esse kein Eis. Leute, Zubehörfelgen am besten immer ohne Scheiben. Die Aufgabe der Zubehörfelge ist es, den Radkasten optimal zu füllen, ohne Scheibe. Wenn überhaupt, dass man vorne eine Dreier macht, wenn man eine fette Bremse hat zum Beispiel, dass es nicht an den Bremssattel kommt, die Speiche der Felge, dass da kein Kontakt entsteht. Ja, okay, aber sonst versuchen wir immer, die Zubehörfelgen ohne zusätzliche Spurplatten zu montieren. Denn die Spurplatten sind meiner Meinung nach besser, wenn du sie mit den Originalrädern passt, weil du lieber Originalräder fährst. Das vom optischen Aspekt. Natürlich bei Spur und Sturz einstellen ist das nochmal eine andere Sache. Oder wenn man ganz andere Räder hat, die eigentlich nicht zum Fahrzeug gehören. Aber diese Räder sind ja extra für das Fahrzeug entworfen worden. Von daher fahren wir auch ohne Spurplatten. Fahrzeug sieht gut aus. Doch. Wir haben das jetzt mal, das Fahrzeug diesmal extra andersrum gestellt auf die Bühne, damit ihr auch mal richtig schön gucken könnt, wie die Farbe sich so entwickelt, wenn da Licht drauf scheint. Also ich muss schon sagen, das ist wirklich ein wunderschönes Cabrio. Tipptopp. Meiner Meinung nach sogar viel nicer, weil der ohne X-Drive ist. Also das macht richtig Spaß. Und ich kann euch sagen, wenn ihr nicht aufpasst, kann das Fahrzeug ganz schnell ausbrechen. Da spreche ich aus Erfahrung. Wochen ging, weil wir halt immer wieder auf Teile gewartet haben. Schöne Grüße gehen raus an den Kunden, der uns das Fahrzeug hier mehrere Wochen direkt nach dem Kauf anvertraut hat und wir haben es dann quasi peu à peu zusammengebaut. Ansonsten kann man sagen, ja, nur die feinsten Teile hier verbaut, Acra, HJS, Aventuri, Software. Durch die Getriebesoftware sind wir noch einen Ticken schneller geworden, schaltet auch ein bisschen besser. Durch die dicken Räder, obwohl sie leichter sind, und das ist das, was ich immer wieder sage, auch wenn die Felgen leichter sind vom Gewicht her, wir haben eine 20 Zoll gegenüber einer 19 Zoll OEM und somit sind wir einen Ticken langsamer geworden. Ich glaube 0,3, 0,4, 0,5 langsamer durch die dicken Räder. Natürlich packen sie hinten viel besser. Bei dem anderen bist du schon jedes Mal ausgebrochen, wenn du wolltest. Die packen natürlich viel besser. Aber wirklich ein geiles Fahrzeug, muss man sagen. Ich persönlich finde diese Heck-Variante besser als die X-Drive-Variante, weil Cabrio ist schwer genug. Deswegen den als Heckantrieb, dann kannst du auch mal die Kurve ein bisschen sportlicher nehmen. Leute, ein weiteres Video für die B58-Liste der G-Reihe. Wie gesagt, wir haben die B58-Playlist unterteilt in F- und G-Reihe. Das kommt natürlich in die G-Reihe. Fahrzeug hat Dampf, ist jetzt ungefähr 3 Sekunden schneller, 100-200 wie Stock. Kann man machen. Wir haben viele weitere Umbauten, ähnliche Umbauten, B58, S58, alles am Start. So Leute, wir haben jetzt hier beim M440i nochmal die Räder gewogen auf Kundenwunsch, und zwar die Serienbereifung mit, also quasi Reifen und Felge.
Das hintere mit dem 255er wiegt 25,2 Kilo, das vordere Rad wiegt 23,8 Kilo. Felge, Reifen, Gewichte und auch Luft. Also alles zusammen in einem. Gleich machen wir das gleiche mit den Edelweißfelgen. Die sind ein Zoll größer, sollen leichter sein, werden wir gleich sehen. So Leute, wir haben hier unseren fleißigen Praktikanten am Start, der gibt hier Vollgas. Und damit ihr Bescheid wisst, das vordere 19 Zoll OEM-Rad mit Reifen 23,8 Kilo und das hintere OEM 19 Zoll Rad mit Reifen 25,2. 3,6 Kilo Gewichtsersparnis pro Rad auf der Vorderachse mit den 1 Zoll größeren Edelweißfelgen. So, jetzt die Hinterachse. 22 glatt zu 25,2. 3,2 Kilo leichter pro Rad. Alright, Leute, also das ist doch schon mal was. Wir haben hier 14 Kilo ungefederte Masse weniger als vorher. Das ist doch schon mal was. So, es geht weiter. Bremsen-Upgrade.